Süd, immer Hammer in die Hand. Die Dinge müssen wir noch ausbuddeln. Schaufel. Haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun, bevor die Sonne aufgeht. So. Oh, Stack ist voll. Jo, geht nicht mehr mit. Gut, Hammer. Hammer, 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 Hammer. So. Dann schnell nach unten gehuscht. Und wo genau kommt das Lager hin? Also es sollte in der Nähe von dem Wurmloch sein. Also am besten wirklich zwischen beiden Wurmlöchern, dass man schnell hin und her kann. Aber auch andere Ressourcen wären noch ganz nett. Gucken wir mal. Straße folgen. Karnickel sind schon mal ein super Bonus. Aber ich glaube, da unten sind fast keine mehr. Wobei das ja nicht wirklich ein langer Fußmarsch ist nach da oben. Ich würde echt gerne Markierungen auf der Karte setzen können. Oh, stimmt, hier ist ja eine Mami. Sehr gut, die werden hoffentlich bald groß. Dann haben wir überall Dünger. So, wie schaut es denn hier aus? Wir sind schon fast zu tiefen. Und da sind noch mehr... Ja, sehr gut. Auf jeden Fall eine sehr gute Ecke. Wir müssen eine richtig gute Stelle finden für das Hauptlager. Im Notfall können wir den Weg hier einfach umbauen. Eigentlich würde ich es ganz gerne genau da bauen, wo diese rotpoige Bisonmama gerade ist. Hier so. Gut. Feuer. Uns fehlen Steine. Okay, dann machen wir ganz schnell nochmal eine Kiste. Oder auch zwei. Zwei können wir nicht, fehlt eine. Wir hätten gerne eine Kiste. Und zwar da. Das ist jetzt unsere... Ich hasse den Hammer. Das ist jetzt unsere Bio-Kiste, unsere vorläufige. So, ganzen Samen können da auch rein. Das kann da rein. So. Jetzt brauchen wir immer noch die Forschungsmaschine. Verfehlt. Das ist doch ein Witz. Genau die Sachen, die ich gerade... Na gut. Kommen hier vier Holz raus? Nee, nur drei, ne? Wäre ja auch zu einfach, wenn das so schnell gehen würde. Eins, zwei, drei. Genau. Oh, wir können auch die anderen Sachen ausbuddeln. Stimmt. Eins. Zwei. Sehr gut. Du kommst mit und ihr werdet mal ganz schnell neu eingepflanzt. Weil wir brauchen hier ganz viel Holz. So. Ich frage mich, wann die sich beruhigt. Oh, die sind schon wieder groß geworden. Forschungsmaschine. Hier so hin. Jetzt hätte ich gerne eine Mistgabel. Genau die. Und dann fahren wir einfach an, den Weg hier komplett aufzubuddeln. Rechte Maustaste. Also irgendwie haben sie da was gedreht. Also ja, vorher ging es mit der Schaufel und nicht mit der Mistgabel. Aber auch jetzt das grüne Viereck taucht nicht wirklich immer auf. Ist ein wenig irritierend. Oder kann man Straßen nicht aushebeln? Das ging vorher auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, dass man so eine Bodenplatte auch als Straße haben konnte. Das fand ich auch richtig cool, weil so man so seine eigenen... Nö, macht er nicht. Ah, ist ja komisch. Ein bisschen nervig. So schön, dass wir jetzt jede Menge Brennmaterial haben, aber... Ich hätte gern diesen Knick hier weggemacht. Hm. So, komm schon. Das da. So, wird auch alles gleich hier abgeladen. Hier kommt nachher das Lagerfeuer hin. Und es wird gleich dunkel. Wir gucken mal, ob da ein Durchgang ist. Und wenn ja, kloppen wir die beiden Steine schnell weg. Haben wir eine Pickaxe? Ich sehe keine Pickaxe. Und hier ist auch kein Durchgang. Nee. Es kann nicht sein, dass wir keine Pickaxe haben. Ich hätte das bestimmt irgendwo gesehen. Nö, eine Axt. Eine Schaufel, Speer, Axt.
Okay, Pickaxe. Und ganz schnell loslaufen. Lauf, 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 lauf. Ihr habt keine Lust heute Abend. Oh, wir haben gar nicht das Holz für ein richtiges Lagerfeuer. Wir brauchen echt jede Menge mehr Ressourcen. Eigentlich von allem brauchen wir mehr. Und was diese Spinnensapfstelle auf dem Boden angeht, habe ich mir sagen lassen, dass wir die einfach mit der Pitchfork wegmachen können. Weil von alleine verschwindet die nicht, auch wenn die Eier zerstört werden. Aber ist ja soweit okay. Alles schönes Brennmaterial. So, na, komm her. So. Das mit dem... Oh. Was mit den Steinen holen, können wir wohl erstmal knicken. Lauf, 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 lauf. Schön auf der Straße. So. Jetzt werden wir hier ein temporäres Lager... Feuer erstmal richten müssen. Schade, schade, aber hilft nichts. So. Eins, zwei. Rest kann dahin. Hm, Hunger sieht nicht gut aus. Einmal kochen, bitte. Wir haben hier auch noch vier andere, die gekocht werden müssen. Genau. Eins, zwei, drei. Hier. So, können wir vielleicht mit der Schaufel die Straßen aushebeln? Nee, sieht nicht so aus. Mit dem Hammer vielleicht, weil es eine Pflasterstraße ist? Nee. Was passiert, wenn wir jetzt Savanna einfach wieder drüber legen? Du bist wahrscheinlich einfach nur drunter gelegt, ne? Jo. Ärgerlich. Na gut. Dann buddeln wir die Nacht über mal einfach hier, was wir so sehen können, aus. Und hoffen, dass oben das kleine Stück Savanne reicht für unsere Mini-Bison-Herde. Wobei ich die gerne einzäunen würde. Oh, das ist eine gute Idee. Und wie kommen wir an den Dünger ran? Nee. Das ist wieder nicht so toll. So, der angebrochene Stack kann mit. Also ja, meine Idee wäre gewesen, wir bauen einfach so eine Holz- oder Graswand, kann man ja sogar bauen. Einmal um das Bisongebiet rum. Und gehen dann immer nur kurz rein, um den ganzen Dünger abzugreifen. Dann müssen wir mal testen. So, ganz schön dunkel. Ja. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Zweiter Stack. Da hin. Das hier noch. So, was machen wir morgen früh? Morgen früh, was ja gleich schon ist, sollten wir loslaufen und dann doch die Steine endlich holen. Und unterwegs können wir ein bisschen was von diesem Spinnensapsch auch wegbuddeln, damit wir noch mehr zu verbrennen haben. Für dieses Savannah-Turf können wir später noch zu Dekorationszwecken benutzen. So, da ist noch was. So, okay, das muss reichen. Das sind jetzt 26 Stück. Wir brauchen drei für eine Nacht. Also ja, reicht definitiv. Kein Holz, keine Kohle, kein anderes Zeug mehr verbrennen. Oh, und wir sollten neue Bäume einpflanzen. Das ist auch eine gute Idee. Dünger sacken wir auch schon mal ein. Die Mama scheint sich ein bisschen beruhigt zu haben. So. Zap, zap, zap. Zap. So. Wie lang war das, ne? Genau. Jetzt kommt gleich das Spinnengebiet. Oh, so ein Spinnenseil auf dem Boden. Und Samen, sehr schön. Die, hätte man vorhin schon was ausmisten sollen im Inventar. Sticky Webbing. Okay. Du bleib da erstmal liegen. Ah, es ist viel weniger. Also er buddelt nicht gleich das ganze Gebiet aus, sondern so ein kleines Stückchen davon. Also ja, komisch. Aber gut, mehr Zeug zum Verbrennen. Ja, das heißt aber auch, dass wir nicht so schnell da durchkommen. Na gut, schnell zurück zur Basis. Alles aussortieren. Und dann nochmal schnell losgehuscht.
So. Wir hätten gerne das Fleisch da drin. Das da drin. Die pflanzen wir gleich ein. Ja, Wilson hat Hunger. So. Den Dünger hat er weggeschmissen. Sticky Webbing kann hier noch im Boden zum Verfeuern. Und die ganzen anderen Ressourcen lassen wir auch hier. Die dürften ja nicht wegkommen. So, vor allem das Gold und die Kohle werden wir so schnell nicht brauchen. So, jetzt aber schnell los. Pitchfork haben wir da. Pickaxe kommt dahin. Samen kommen immer mit. Speer kommt dahin. Mir kommt hier hinten Dünger. Achso, das war unser Dünger. So, das ganze Spinnenzeug auszubuddeln dauert zu lang. Wir laufen gleich dran vorbei und runter zu den Steinen, die hier irgendwo sein müssten. Ah, das ist eine ganz schöne Ecke. Ist da auch noch ein Stein? Sieht fast so aus. Ja, da oben. Sehr gut. Pickaxe. Oh, sind sogar mehrere. So, zack. 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 Oh, ja, hier sind definitiv viele Steine. Wobei es auf keinen Fall reichen wird für unser Haus, dass ja auch noch jemand kommen soll. Lieber Talbert. Ganz lieber Talbert. Ich glaube, wenn der so schade hat, hat er uns gesehen, ne? Jo. Oh. Oh. Das war ein übler Treffer. Hier, bleib mal in deinem Spinnenzeug hängen. Hey. Ah, ich wollte schon sagen. Gestern bist du da noch hängen drin geblieben. Schnell nach Hause. Das müsste ja an Stein reichen. Und mit den Lebenspunkten sollten wir nichts riskieren. Einmal Samen bitte. Und wir brauchen mehr Steine. So. Oh, es war ganz schön knapp. Also, Lagerfeuer. So dass das dass die Kiste oben noch drin sein dürfte. Also hier. Sehr gut. Dünger in die Kiste. Lebenspunkte. Wir brauchen unbedingt Lebenspunkte. Also sollten wir nicht das da essen. Ja, eigentlich bräuchten wir jetzt Jagdfleisch. Aber ich denke nicht, dass das so eine gute Idee ist, die Jagd da anzugreifen. Zum einen, weil wir dann von den ganzen kleinen Jagd überrannt werden würden. Und zum anderen brauchen wir den Dünger. Nicht gut, gar nicht gut. So, das sollte jetzt ein bisschen Lebenspunkte geben. 136, 148, okay. Oh, du bist ganz schön groß geworden. Wie war das mit Mauern? Heumauer, 4 Stück. Okay, mehr Gras. Brauchen wir richtig viel Gras, um eine Heumauer aufzuziehen, einmal darüber. Die Alternative wäre Holz, ne? Haben wir auch nicht so viel von. Also müssten wir es wahrscheinlich ein paar Tage lang durchgehend Holz hacken. Nur damit wir eine Mauer haben, um die Bisons aus dem Lager fernzuhalten. Das ist auch nicht so ganz das Wahre. Es wäre schön, wenn wir mit einem Bison einen Hut, die irgendwie vor uns her treiben könnten. So als quasi Cowboy. Ja, es wird spät. Zurück, 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 zurück. Das Zeug verfeuern. 1, 2, 3. Teil dahin. Die Saplings, die können wir mal hier unten hinstellen. Sollten wir auch einpflanzen. Genau. Einmal einfach hier lang. So, das schaut auch gut aus. So, müsst ihr gedüngt werden? Das ist eine gute Frage. Aber ich kann gerade nicht zur Kiste hin, weil die Mama da ist. Kommt schon, das wird gleich... Oh. Genau, geh schlafen. Geh schlafen, ich würde gerne zu meinem Lagerfeuer zurück. Definitiv keine gute Idee. Aber hier ist halt... Ne, ist halt perfekt. Da muss die Bison Mama halt weichen. Oh, was, wenn ich die Mama jetzt im Schlaf umbringe? Also ja, das ist natürlich ganz gemein und hinterhältig wie überhaupt, aber so rein vom Spielprinzip her, wenn sie jetzt stirbt
Und die aufwachen. Akzeptieren die mich dann als Leihmama? Es geht mir primär darum, dass ich mich gerne frei bewegen wollen würde. Und das geht mit ihr halt nicht. Na gut, ich wollte eigentlich zur Forschungsmaschine.